Hallo, bei der Geldfrau. Ich habe heute wieder mal jemanden im Interview. Das ist Andreas Müller. Andreas macht Daytrading und ich habe keine Ahnung, wie Daytrading geht, was Daytrading wirklich eigentlich bedeutet und heißt. Und deshalb treffe ich mich auch mit Andreas, um ihn mal richtig auszuquetschen. Für euch und auch für mich. Hallo erstmal, Andreas. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Andreas, was ist Daytrading eigentlich? Nennst du dich selber Daytrader? Also in Deutschland ist das keine Berufsbezeichnung. Insofern sollte man mit dem Begriff vorsichtig umgehen. In den USA ist das natürlich, weil die Börsenlandschaft viel, viel verbreiteter ist, vielen Leuten ein Fachbegriff. In Deutschland hat es mehr so einen negativen Touch in Richtung Spekulant. Ja. Und Spekulantentum ist ein böses Wort. Wobei es eigentlich, wenn man der Sache auf den Grund geht, von dem lateinischen Spekulare kommt, beobachten. Also mehr bedeutet es nicht. Spekulieren ist nichts Negatives. Und das Daytrading umschreibt eigentlich nur, dass man innerhalb eines Handelstages Positionen am Kapitalmarkt eröffnet und auch wieder schließt. Also ein sehr, sehr kurzfristiger Fokus des Handelns. Also es geht hier nicht um Langfristigkeit, es geht hier auch nicht um den Aufbau von Positionen, von der Bewertung eines Unternehmens und so weiter oder von Bilanzanalyse. Davon kann man komplett abstrahieren, denn im Daytrading geht es wirklich nur um die kurzfristige Ausnutzung von Kursschwankungen. Aber was handelst du da, wenn du sagst Position schließen? Du handelst ausschließlich Aktien? Also viele Daytrader spezialisieren sich auf bestimmte Assetklassen. Also es gibt ja 5, 6 verschiedene Assetklassen und ich habe mich spezialisiert auf die großen Wertpapiermärkte in den Indizes. Also das heißt den DAX, den Dow Jones, den Nasdaq, Technologieindex in den USA, den S&P und vielleicht auch nochmal, wenn Bewegung reinkommt, in Gold und in einzelne Währungspaare. Die sind in letzter Zeit natürlich nicht mehr so von der Volatilität geküsst, wie man so schön sagt, wie noch vor einigen Jahren. Insofern ist der typische Daytrader, der sich nicht mit reinen Aktien auseinandersetzt, sondern mit den Gesamtmärkten vormittags im DAX engagiert oder im Eurostoxx und nachmittags dann an den Indizes, an der Wall Street, dem Dow Jones und der Nasdaq. Aber du handelst nicht die Indizes, sondern die einzelnen Aktien in den Indizes? Ich persönlich handle die Indizes. Du handelst die Indizes, okay. Wo dann die ganzen, der hat beim DAX 30. Genau, beim DAX groß. 30, Dow Jones übrigens auch 30. Ja, ja. Und es gibt auch andere, kleinere DAX-Indizes, den MDAX, den SDAX und so weiter, den HDAX. Und da gibt es natürlich spezielle Produkte, mit denen man auch auf kurzfristige Kursschwankungen quasi spekulieren kann. Wie bist du da hingekommen? Weil man sagt ja nicht einfach so, ich werde jetzt Daytrader und mach das jetzt. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Also ich habe auch ganz klassisch begonnen, Aktien zu handeln, Fonds zu handeln, um einfach einen langfristigen Aspekt in die Vermögensanlage hineinzubekommen. Und je mehr man sich für solche Dinge interessiert, desto mehr möchte man natürlich auch, dass sich etwas bewegt. Ja, ich vergleiche das gerne auch mit dem Sport. Wenn man 2, 3 Wochen ins Fitnessstudio geht, erstmalig und man sieht, es wächst nichts, es tut sich nichts, man nimmt auch nicht ab dabei die ersten Wochen. Es wächst erstmal nichts. Genau, es ist wirklich so. Die ersten Wochen passiert nicht viel unterm Strich, also im Körper schon. Der stellt sich langsam um und dann möchte man einfach schnellere Erfolge in Anführungsstrichen. Man möchte, dass sich etwas tut. Und als ich mein Abitur gemacht habe, habe ich diese Fonds, in denen ich angespart habe, mir genau angeschaut, dazu ein Referat gehalten und habe gemerkt, dass der Fondsmanager letzten Endes 70 Einzelaktien kauft, von denen ich nur 30 kannte. Und jugendlichen Leichtsinn denkt man sich natürlich, das kann ich besser. Verkauft den Aktienfonds, der im Jahr seine 5-6% Performance gemacht hat und kauft die Einzeltitel, wo man denkt, hier kenne ich mich vermeintlich aus oder ich habe zumindest schon mal von diesen Firmen etwas gehört. Und das bringt natürlich mehr Schwankungen im Depot, Einzelaktien, als ein Fonds oder ein ETF, ein Gesamtmarkt. ETFs gab es damals noch gar nicht. Ja, genau. Und insofern kommt man dann über diese Aktien hin zu strukturierten Finanzprodukten, zu Derivaten, zu Optionsscheinen, Zertifikaten und so weiter, wo man dann noch kurzfristiger Bewegung sieht. Und irgendwann denkt man sich, warum nutzt man nicht die Schwankung innerhalb eines Tages aus? Und setzt dann quasi auf eine Bewegung von vielleicht 50 Punkten und nicht auf einen längeren Trend, wie zum Beispiel im DAX von 1.000 Punkten. Was bedeutet Punkte? Erklär es ganz kurz. Der DAX steht momentan bei 11.810 Punkten und man kann quasi auf die Punktveränderung mit entsprechenden Finanzprodukten seine Termingeschäfte
fabrizieren. Das heißt, du machst das, seit du 17 bist? Ja. Okay. Wow, und wie alt bist du heute? Mein Pseudonym, jetzt kommt die Vorstellung hinterhergereicht, mein Pseudonym im Internet ist Bernecker 1977, das ist auch mein Baujahr quasi. Okay, okay. Insofern bin ich jetzt knapp über 40 und bin immer noch dabei und freue mich jeden Tag auf die Finanzmärkte. Es macht mir weiterhin Spaß. Ja. Bernecker 1997? 77. Nee, 77, ja. So jung ist er nicht. Könnt ihr folgen bei Instagram, richtig? Richtig. Da postest du auch immer Charts, ne, und schreibst was dazu. Genau. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr ihm folgen. Was macht dann den Reiz für dich aus, das zu machen? Weil, was ich jetzt rausgehört habe und was ich auch immer mit Daytrading tatsächlich verbinde, ist tagtäglich dann zu handeln. Ist korrekt. Nicht zwangsläufig tagtäglich handeln zu müssen, sondern man kann innerhalb eines Tages sich die Zeit relativ frei einteilen, wann man handeln möchte. Und man ist nicht quasi darauf angewiesen, dass eine bestimmte Berichtssaison, Quartalssaison, Dividendensaison oder irgendetwas passiert, sondern man kann unvoreingenommen früh sich an den Monitor oder an die Monitore setzen, die Kapitalmärkte beobachten und wenn sich Bewegung ergibt, dann an den Kapitalmärkten seine Trades platzieren. Und das Schöne ist daran, dass man quasi als Daytrader abends überhaupt keine Emotionen mehr mit aus dem Markt hinausnimmt. Also man hat seine Trades alle geschlossen und manch einer kennt es vielleicht, wenn man über Nacht dann eine Riesenveränderung im Markt sieht am nächsten Tag, weil Donald Trump etwas getwittert hat, weil in Südkorea eine Rakete getestet wurde oder sonst irgendetwas auf der Welt passiert, was natürlich immer die Kapitalmärkte beeinflusst. Und vor diesen Sachen ist man als Daytrader so ein wenig sicherer, sage ich immer. Ich wollte aber gerade sagen, wenn du einen schlechten Trade oder einen schlechten Markt erwischt hast und du hast Verluste gemacht, was du ja auch machst, klar, dann hast du natürlich auch ein bisschen Ärger im Gepäck, ne? Wenn du dann deine Position schließt und die ist rot. Ja, aber das gehört dazu. Also die Bäckerei-Fachverkäuferin verkauft auch nicht jeden Tag alle Streuselschnecken, sondern hat vielleicht nochmal 5 übrig und muss sie wegwerfen. Also das gehört zum Business. Man kann das kalkulieren und man kann ja selber quasi für sich entscheiden, wann hört man auf am Tag. Also das heißt, wenn man sein Verlustlimit erreicht hat, wie bei einer Langfristanlage, wenn ein Fonds unter ein bestimmtes Kurslimit fällt oder eine Aktie, dann verkauft man diese. Und das ist quasi die Risikobegrenzung, die man auch als Daytrader für den einzelnen Trade haben muss, aber auch für den ganzen Handelstag, damit man nicht in so eine Verlustspirale erst hineinkommt. Ja. Wie lange handelst du pro Tag? Du hast mir gesagt, du handelst wirklich jeden Tag? Ja. Oder fast jeden Tag? Ja. Also wenn es hochkommt, sind das am Tag höchstens 4 Stunden, weil es natürlich Zeiten gibt, in denen viel an der Börse passiert, in denen viel Bewegung vorherrscht, zum Beispiel bei der DAX-Eröffnung um 9 Uhr Xetra bis 10.30 Uhr, 11 Uhr passiert relativ viel. Dann nochmal, wenn Wirtschaftsdaten kommen, wie zum Beispiel bei einer EZB-Zinsentscheidung 13.30, 14.30 aus den USA, die Arbeitsmarktdaten und dann zur Eröffnung der Wall Street 15.30 bis ungefähr 17 Uhr, dann macht auch Xetra schon fast zu und dann ist erstmal quasi App. Und wer dann noch Energie, Lust, Laune hat oder vielleicht tagsüber gar nicht zum Daytrading gekommen ist, auch solche Kollegen kenne ich, die nach einem ganz normalen Job sich abends zwischen 20 und 22 Uhr nochmal hinsetzen und die Wall Street handeln. Auch das ist natürlich möglich. Ich wollte gerade sagen, da ist ja in Deutschland nichts mehr offen. Also du brauchst offene Börsen. Also die Präsenzbörse, der Parketthandel ist nicht mehr geöffnet, das stimmt. Aber natürlich sind die Futures soweit angepasst, dass sie auch zur US-Handelszeit mit taxiert werden und nach Angebot und Nachfrage dort Kurse gestellt sind. Also man kann natürlich auch den DAX bis 22 Uhr handeln. Mhm. Weiterhin. Und machst du das just for fun oder ist das für dich tatsächlich ein Job? Das ist ein Job. Also just for fun vergleiche ich immer mit dem Wort Hobby und Hobbys kosten Geld. Und so viel Fun kann es nicht machen, dass man dann über 20 Jahre das tagtäglich fabriziert und Geld einzahlt. Ja, also man möchte schon für die Mühe und für die Zeit, die man investiert, in dieses Business natürlich auch einen gewissen Ertrag erwirtschaften. Und natürlich ist der Renditeanreiz hier genauso gegeben. Und der ist natürlich, der klassifiziert sich ein bisschen anders als die Rendite, die man mit einer Einmalanlage hat oder mit einer Altersvorsorge, die langsam und stetig wächst. Aber auch daran muss man als Daytrader denken, denn niemand wird ein Konto als Daytrader öffnen und das dann quasi 10 Jahre lang oder 20 Jahre lang immer dasselbe Konto hochtraden, höher, 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 sondern man versucht natürlich immer mit demselben Risiko am Markt zu agieren und gewisse Prozente, die man erwirtschaftet hat im positiven Bereich, herauszunehmen.
sich zu entlohnen, selbstverständlich, seine Kosten zu bezahlen. Wenn man das als Business sieht, hat man ja auch Kosten. Und natürlich den Gewinn, der als Überschuss quasi übrig bleibt, auch auf anderen parallelen Wegen anzulegen. Insofern bin ich natürlich auch langfristig ein Anleger, klar. Wir gucken uns dann nochmal an, wie Andreas das macht, das mit dem Traden. Aber genau, das ist das Conclusio ist, du machst das, das ist eine Art Einkommen für dich. Kannst ruhig was trinken, wir haben hier was zu trinken. Ja, ich habe schon hingeschaut. Prost. Das heißt, es ist für dich tatsächlich ein Einkommen. Ja. Und das Einkommen, was du hast, was mal Verlust, mal tatsächlich ein Ertrag ist, nimmst du dann auch raus und investierst es langfristig. Habe ich dich da richtig verstanden? Genau, also man versucht beim Trading oder auch mit vielen anderen Sachen, sich selber natürlich zu disziplinieren immer wieder. Und es ist auch eine Art Selbstschutz, logischerweise, dass man nicht immer alles ausreizt. Also genauso wie beim Autofahren. Es gibt viele Menschen, die kaufen sich ein super motorisiertes Auto, was vielleicht 250 km/h fahren kann, aber sie testen es nicht aus. Also wozu? Auch. Man muss es nicht immer alles ausreizen im Leben und genauso ist das natürlich beim Daytrading. Wenn ich mit fiktiv genannt 2.000 Euro beginne und aus dem Konto werden dann 4.000, 6.000, 8.000, wieso soll ich nicht mir davon etwas gönnen? Wieso soll ich mich nicht für die Arbeit entlohnen? Denn letzten Endes als Angestellter bekomme ich ja auch jeden Monat ein Gehalt und kann mir für das Gehalt etwas in meinem Leben gönnen. Und so muss man das einfach im Business sehen. Ich wollte gerade sagen, genau, dann nimmst du das Geld raus und lässt es nicht da, weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein ziemlicher Suchtfaktor ist, jeden Tag da reinzugehen, zu gucken. Im Grunde, also für mich ist es schon eine Art von Spiel. Ne? Mhm. Besiege ich jetzt den Markt? Bin ich jetzt gut am Markt aufgestellt? Kann ich den Markt richtig lesen? Suchtfaktor, ja, nein, für mich ja. Ich glaube, dieses Spiel, wie du es nennst, oder das Spiel der Spiele, gibt es ein schönes Buch über die Börse von Jesse Livermore, einer der größten Spekulanten vor ungefähr 200 Jahren oder 150, der hat das mal spezifiziert als Spiel der Spiele und ich vergleiche das immer damit, dass alles süchtig machen kann im Leben. Also ich kenne Sportsüchtige und ich glaube, wir gehen am Tag vielleicht dreimal an den Kühlschrank, sind wir deswegen essenssüchtig? Nein, also das muss nicht immer eine Sucht sein oder wenn man den Partner oder die Partnerin gerne küsst, ist man ja auch nicht gleich liebessüchtig oder so. Ja, also das ist, ich finde das immer ein bisschen weit hergeholt. Vielleicht versucht man sich da auch irgendwie was zu begründen, warum Spekulation schlecht ist, indem man sagt, das könnte eine Sucht sein, aber jeder, der frühst joggen geht, ist ja nicht jetzt jogging-süchtig oder irgendwas. Oder aber findest du nicht, dass es tatsächlich einen Suchtfaktor hätte? Also ich finde schon, das ist ein Suchtfaktor. Ich denke, gerade es kann einen geben, ja. Na, weil ja auch, also ich merke es, wenn ich in mein Depot gucke und dann sehe ich rote Zahlen, dann sehe ich grüne Zahlen, finde ich super spannend. Mhm. Ich gucke mir das relativ selten an, aber wenn man am Anfang in sowas investiert, in Aktien investiert oder ETFs, dann ist ja doch die Gefahr groß, ständig reinzugucken. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, beim Daytraden ist es noch stärker. Ich glaube aber nicht, dass es mit der Sucht nach dem Daytraden zu tun hat, sondern dann hat man das in sich verankert, dass man einfach anfällig ist, für solche Dinge oft nachzuschauen. Also genauso habe ich ein, zwei Freunde, mit denen kann man nicht normal essen gehen, weil sie ständig auf ihr Smartphone schauen, ob bei Instagram was Neues kommt. Ist er deswegen Instagram-süchtig? Vielleicht. Vielleicht aber, ja. Aber vielleicht ist es auch das Trading insgesamt sollte man vielleicht eher so sehen, dass man das als Challenge mit sich selbst annimmt. Also dass man ja nicht gegen den Markt oder gegen die bösen Banken oder gegen sonst wen kämpft am Markt, sondern man kämpft eigentlich mit seinem Ego. Man kann beim Trading immer ganz viele Entscheidungsvariablen treffen. Man kann entscheiden, Nummer eins, wann gehe ich in den Markt? In welcher Situation gehe ich rein? Gehe ich überhaupt rein? Dann kann ich entscheiden, in welche Richtung investiere ich? Ja, das ist beim Daytrading ja auch nochmal ein Riesenunterschied zur Geldanlage. Also, ich kann auch fallende Kurse spekulieren. Nicht nur steigende, richtig, sondern auch richtig, fallende. Ja, das dritte ist, mit welcher Positionsgröße gehe ich in den Markt? Das kann ich auch selber bestimmen. Also riskiere mit 10.000 oder? 10.000 riskiere ich 1 Euro. Was riskiere ich am Ende? Ja, das nächste ist dann, wo setze ich meinen Stop? Also was riskiere ich am Ende, wenn meine Spekulation nicht aufgeht? Ja. Und das fünfte ist natürlich im positiven Fall, nach wie viel Gewinn realisiere ich den Gewinn? Also das sind schon mal 5 Faktoren, die mir jetzt hier spontan eingefallen sind, die jetzt fernab vom Glücksspiel sind. Denn all diese 5 Faktoren habe ich zum Beispiel bei einem Münzwurf oder bei einem Roulette-Tisch habe ich auch nicht all diese 5 Faktoren. Bei einem Roulette-Tisch kann ich den Einsatz wählen und vielleicht am Anfang noch die Zahl oder rot-schwarz.
Und das war es auch schon. Mhm. Der Rest ist dann wirklich Glücksspiel. Hast du dir das alles aufgeschrieben? Also hast du für dich so ein Regelwerk zu sagen, also bei 10%, wenn es gestiegen ist oder gefallen ist, dann realisiere ich die Position, also verkaufe sie. Hast du für dich so ein Regelwerk festgezurrt? Ja. Was so neben deinem Schreibtisch oder im Kopf liegt? Nee, ich glaube, es müsste irgendwo liegen, oder? Ne? Ja, ich habe ein grobes Konstrukt mir vorgefertigt, über die Jahre auch anerzogen, weil das sind ja immer Dinge, die im Kopf automatisiert ablaufen müssen. Das ist so ähnlich wie mit Treppensteigen oder Zähneputzen. Heutzutage in unserem Alter überlegt man nicht mehr, ob man mit der Zahnbürste, beziehungsweise man hat eine elektrische, Nein, aber beim Treppensteigen wird man nicht das Gewicht so verlagern, dass man das wahrnimmt, sondern man läuft einfach die Treppe oder Auto. Das ist ein super Beispiel. In der Fahrschule zum Beispiel, da hat es mich total genervt, als Musik lief, als hinten noch jemand gequatscht hat und der Fahrlehrer mir noch Tipps gegeben hat, weil ich schalten musste, lenken, Blinker, die ganzen Knöpfe. Und heutzutage ist es mir wirklich langweilig, wenn niemand im Auto mit mir spricht oder keine Musik läuft, weil diese Sachen wie schalten, blinken, das ist Automatismus. Das ist anerzogen. Das muss auch so sein, weil das Gehirn 80% der Abläufe automatisiert verarbeitet. Und wenn man sich das antrainiert, dass man immer einen Stopp setzt, ja, dass man immer bei einem bestimmten Setup, was man im Markt sieht und wo man aufgrund seiner Kenntnis, aufgrund seiner Aufzeichnung im Trading-Tagebuch sich relativ sicher ist, dass die Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite ist. Also man kann trotzdem ausgestoppt werden, natürlich. Ja, ja. Aber man beachtet sein Setup und das ist das Wichtige. Und wenn das Setup im Markt auftaucht, man handelt dieses Setup, dann ist das schon ein Automatismus. Dann macht man sich keine Gedanken mehr darüber, mit wie vielen Stücken gehe ich in den Markt, wo setze ich den Stopp. Das läuft automatisiert letzten Endes ab. Man könnte es auch in ein automatisiertes Handelssystem programmieren lassen. Auch das ist möglich an der Börse, dass man quasi einen EA programmieren lässt, der dann automatisiert mitläuft. Aber den Schritt bin ich bisher jedenfalls noch nicht gegangen. Kannst du uns eine deiner Regeln verraten? Also wo du sagst, also nach 15% ist Schluss oder ich handle nur 10.000, maximal 10.000 oder ich handle maximal nur eine 500.000 oder keine Ahnung. Kannst du uns ein oder zwei nennen? Also ich, so für, ne, für uns Anfänger hier? Also ich versuche nicht nur mit einer Position in den Markt zu gehen, sondern mindestens mit zwei Positionen, damit ich mit der Positionsgröße quasi arbeiten kann. Das heißt, wenn ich zwei Positionen im DAX long bin, auf steigende Kurse spekuliere und der DAX steigt dann auch wirklich, dann kann ich die erste Position quasi im Gewinn verkaufen und kann die zweite Position den Stopp auf plus minus null setzen. Das heißt, für mein Ego oder für meinen Geist, also es läuft ja, laufen ganz viele Vorgänge im Körper ab mit den ganzen Hormonen und so weiter, ist es quasi so, dass ich nicht mehr ins Minus rutschen kann und einfach entspannter dem Kursverlauf zugucken kann. Und das ist etwas, was ich mir vor vielen Jahren antrainiert habe und was vielleicht so ein erster guter Ratschlag ist, dass man nicht alles auf eine Karte oder auf eine Position setzt, sondern dass man sagt, man erkauft sich quasi den Stopp. Man hat für die Seele schon etwas Gutes getan, indem man schon einen kleinen Gewinn mitgenommen hat und dann kann der Rest quasi weiterlaufen. Und dann beim Ausstieg gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat anhand der Chartanalyse sich ein Ziel aus dem Chart herausgepickt, bis wohin es laufen könnte. Ja, das war zum Beispiel heute der Fall. Wer heute auf meine Instagram- oder Facebook- oder Twitter-Seite schaut, der hat die Morgenanalyse vielleicht gelesen und dort hatte ich spezifiziert, dass der DAX bis ungefähr 11.840 steigen könnte. Und ich bin eingestopft worden gleich nach Markteröffnung auf steigende Kurse, weil es eine grüne Kerze gab. Ganz klassisch. Kerze, der, gucken wir es dann der mal. Markt ist gestiegen und bin dort auch relativ nah am Ziel rausgegangen, ganz konsequent. Und der Markt ist noch einmal zurückgefallen bis 11.760. Also nochmal die gesamte Range oder die gesamte Handelsspanne des Vormittags wurde um die Mittagszeit noch einmal durchwandert. Genau. Und wenn ich nicht am Ziel verkauft hätte, dann wäre der Gewinn immer wieder dahingeschmolzen, wie Eis in der Sonne. Genau, also du hattest dir ein Ziel gesetzt. Ja. Wenn du hast das erreicht, dann hast du verkauft. Richtig. Und hast eben nicht gedacht, oh, es läuft gerade so schön, ich guck noch, wie es weiterläuft. Naja, man hat das Ziel. Also das ist ja so, wie wenn du jetzt aus Hamburg fährst und möchtest mich in Berlin besuchen. Ja, dann bleibst du auch nicht, weil schönes Wetter ist und du schaust aus dem ICE einfach sitzen bis Leipzig, sondern du steigst an deinem Ziel. Aus. Alles andere macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Wenn es dann natürlich weiterläuft, dann sollte man nicht traurig sein. Man hat ja einen Gewinn, also das Ego ist quasi bedient. Ja, man hat einen Erfolg gehabt. Es gab eine positive hormonelle Ausschüttung
Und man kann ja jederzeit wieder neu einsteigen. Also das ist ja auch unser Vorteil quasi als Daytrader im Vergleich zu einem Fondsmanager beispielsweise, der nicht aufs Knöpfchen drücken kann und seinen gesamten Bestand an ThyssenKrupp-Aktien, heute Tagesgewinner im DAX, verkaufen kann. Das würde den Markt in eine Richtung treiben. Als Daytrader ist man wie ein Schnellboot, klein und wendig und kann immer wieder die Richtung ändern und auf steigende und fallende Kurse setzen. Heißt aber, dass du dich tatsächlich immer entscheiden musst, ja, schon eigentlich im Vorfeld, damit tatsächlich im Handeln du dann dich nicht entscheiden musst, weil wir dann ja ganz schnell auf unsere Trigger reinfallen. Nicht direkt. Ich erstelle morgens für mich einen Tradingplan oder ein Szenario, was könnte passieren. Und da nehme ich mir die Charts der vergangenen Tage her, schaue, wo Kursschwellen waren, wo der Kurs sich öfters mal aufgehalten hat, was ist da passiert, wie haben die anderen Marktteilnehmer reagiert. Also diese ganzen Linien, die Charts, die kommen nicht von ungefähr, sondern das sind ja letzten Endes nur die Preisaufzeichnungen. Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage. Und andere Marktteilnehmer sorgen für die Preisbewegung. Wenn die sich nicht verändern würden, die Preise, dann gäbe es keinen Handel, keine Volatilität, dann würde ich nicht hier sitzen. Ja. So. Ja. Und letzten Endes definiere ich für mich dann nur die Kursschwellen, lege meine Orders, schon frühst die ersten Orders in den Markt und letzten Endes entscheidet der Markt dann, was passiert. Ich weiß vorher natürlich auch nicht, ob es hoch oder runter. Wenn ich es wüsste, würde ich einen Almanach schreiben und alle teilhaben lassen. Dann wäre das Ganze aber auch nicht mehr spannend, wenn man alles vorher wüsste. Ja. Und der Markt entscheidet die Richtung. Und wenn natürlich meine Kauforder im Markt ausgelöst wird, wie heute Morgen, dann bin ich auf der Long-Seite auf steigende Kurse engagiert. Und wenn meine Verkaufsorder ausgelöst wird, dann bin ich eben Short- und auf fallende Kurse engagiert. Und danach geht es nur noch um das Managen der Position, den Stopp nachziehen, das Ziel definieren, schauen, ob es Richtungswechsel gibt, ob man vielleicht eher aussteigen muss, bevor das Ziel schon am Markt eingetreten ist und so weiter. Ja. Für mich klingt das so, als ob Frau da echt oder auch Mann Jahre braucht, du redest die ganze Zeit von Charts. Also was ich lesen können muss, ist ein Chart. Also ich muss tatsächlich die Charttechnik in- und auswendig kennen. Richtig? Aber das ist in der Tat, man sollte natürlich sein Handwerkszeug verstehen. Ja, also der Uhrmacher mit seinen kleinen Schraubenschlüsseln, der muss auch wissen, was für welches ist, mit was macht er den Uhrendeckel auf, mit was zieht er das Zahnrad fester. Das gehört dazu, klar, aber das ist eigentlich die kleinere Kunst, es zu lernen. Also das kann man in einem Coaching mit zwei Büchern, in einem Wochenendseminar und so weiter sicherlich beigebracht bekommen, so ähnlich wie Autofahren oder Fahrradfahren oder auch Schachspielen. Das ist auch so ein Paradebeispiel aus meinem Leben. Mein Opa hat mir Schachspielen beigebracht, da war ich 10 Jahre alt. Erst mit den Bauern und dann nach und nach die anderen Figuren dazugenommen. Und erst als ich 17 war, habe ich ein Remis, ein Unentschieden gegen meinen Opa hinbekommen. Okay. Er hat sich auch nicht dumm gestellt, um mich gewinnen zu lassen, sondern das war die harte Schule. Ja, und nur weil man die Schachregeln mal gehört hat, kann man nicht Schach spielen. Man vergleicht es mit anderen Tätigkeiten wie Geige spielen. Es braucht ungefähr 10.000 Stunden Übung. Das Erklären, 2 Tage vielleicht, geschenkt, alles verstanden. Aber das Anwenden und das zur Perfektion führen und auch die Emotionen dabei rauslassen, das dauert bis zu 10.000 Stunden. So ein David Garris, der hat vielleicht auch die ersten 5.000 Stunden so schlimm gegeigt, dass die Nachbarn... Bestimmt. Und jetzt bestimmt bezahlen sie ihm Millionen dafür. Ja, genau. Ja, das heißt aber in der Tat, also ein ETF kann ich relativ in kürzester Zeit lernen, tatsächlich wie Börse funktioniert, richtig, was Aktien sind, wie ein Index entsteht, wie ein ETF daraus entsteht und wie ich ihn kaufen kann. Ja. Ich handle ja in der Regel nicht mit ETFs. Also ich kaufe sie und dann verkaufe ich sie irgendwie in 10, 15, 20 Jahren wieder mal. So eigentlich ja der Vermögensaufbau. Das heißt aber, dass ich da beim Daytraden wirklich noch an Wissen deutlich was zupacken muss. Ich glaube, es ist eher ein Spezialgebiet, das Daytrading, weil diese ganzen anderen Dinge, wenn ich mich vergleiche mit jemandem, der Aktien fundamental analysiert, was muss er an Material studieren, was muss er in Bilanzen reinschauen und Kennziffern auswendig lernen oder herleiten und am Ende passiert sowas wie bei Enron, eine Bilanz ist gefälscht und alles war für ein, ich sag's jetzt nicht. Für die Katz, mir ist das Tier nicht eingefallen. Ja, aber und das brauche ich beim Daytrading letzten Endes nicht. Und wenn die kleine Nachbarin mal zu Gast ist, die erkennt auf dem Chart auch, guck mal, Onkel, das steigt. Ja, also ein Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend zu sichten, ist keine Kunst. Ja, das kommt aber noch dazu, wie du es interpretierst. Ich kann den Monitor drehen. Also es ist in der Tat so, also du brauchst schon
Du brauchst schon mehr Erfahrung, richtig, um Day zu traden, als jetzt sagen wir ein ETF zu kaufen. Ja, das ist relativ simpel, ja, wenn man es einmal verstanden hat, aber dieses Daytraden scheint mir, dass ich da echt Übung brauche. Schon. Ja. Ja. Aber es gibt ja mittlerweile bei fast jedem Broker auch die Option, dass man im Demo-Modus handeln kann. Das heißt, man kann sich virtuell 10.000 Euro auf das Konto aufladen und kann dort seine Fähigkeiten, seine Markteinschätzung einfach testen und natürlich auch die Plattform kennenlernen. Und wenn man das eine Zeit lang gemacht hat und kontinuierlich vielleicht mehr Pluszeichen als Minuszeichen hat, dann kann man sich überlegen, ob man vielleicht doch mal 500 Euro in das Projekt Daytrading investiert und dann einzelne Trades vollzieht. Vielleicht ist das für jemanden was. Ist das die Vorgehensweise, die du tatsächlich empfehlen würdest? Erstmal so ein Probe oder so ein Test oder so ein Beispiel, so ein Test, in den Testmodus zu gehen und dann zu traden und dann erst den Schritt ins richtige Traden? Ich würde es für jemanden, der schon Erfahrungen mit anderen Finanzmärkten gemacht hat, nicht empfehlen, in Demo-Modus zu gehen, denn er kennt sich mit Geld schon aus, in den Umgang mit Geld, und er wird nicht gleich zittrig oder wie man das nennt, nervös, wenn vielleicht ein Minuszeichen auf der Uhr oder auf dem Konto steht. Also derjenige, der schon mit Aktien gehandelt hat, der kann das Daytrading auch mit realem Kapital anwenden. Okay. Aber derjenige, der noch nie was mit Börse getan hat, der sollte natürlich das Ganze wie eine neue App, die man installiert hat, erst einmal austesten und dann nicht gleich mit richtigem Geld auf den falschen Knöpfen rumdrücken. Yeah. Aber wenn ich jetzt in mein Depot gehe, zum Beispiel, kann ich nicht Daytraden? Das kommt darauf an, wo du dein Depot hast. Also wenn man ein Depot bei der Comdirect-Bank... Ich habe es bei der Indiva zum Beispiel. Ja, da kann man Zertifikate handeln. Ja, würde ich aber nie tun. Und damit kann man Daytraden. Ah, okay. Ja. Aber da sehe ich keine Balken oder so. Na, oder? Man muss immer F5 bei einem Windows-Rechner, glaube ich, drücken, damit sich die Kontoanzeige aktualisiert. Aber doch, es gibt eine Anzeige vom Depotstand, die sich dann relativ real-time auch updaten lassen sollte. Aber ich glaube, das ist nicht das, was du meinst mit Trading-Plattformen und so weiter. Ich glaube, da gibt es nämlich noch ganz andere Sachen, richtig? Durchaus. Wollen wir uns das mal anschauen? Wir können mal einen Blick reinwerfen. Genau, können mal einen Blick reinwerfen. Vielleicht noch die Frage vorneweg. Sinnvoller Betrag, wenn ich sage, oh, ich finde das spannend. Sinnvoller Betrag, mit dem man anfängt. Da habe ich 1.000 Euro, die ich wirklich nicht brauche. Also das ist wirklich nichts für einen Vermögensaufbau, sondern wirklich, die ich frei haben muss. Ich sage mal Spielgeld. Was ist eine vernünftige Größe, damit ich anfangen kann, damit auch irgendwie sich was zeigt und ich auch was bewirken kann? Ja, dieses sich zeigen und bewirken, da würde ich am Anfang wirklich schauen, was kann ich am Markt bewegen? Also wie viele Punkte kann ich aus dem Markt quasi heraus traden? Ja, wie viele Punkte kann ich Gewinn machen, und würde weniger auf die Kontoanzeige schauen? Also man kann bei diversen Brokern im CFD-Bereich, CFD heißt Contract for Difference, man kriegt quasi immer die Differenz zwischen dem Einstieg und dem Ausstieg auf dem Konto vergütet. Ja, und man muss nicht den kompletten Betrag bereitstellen. Also zum Beispiel CFD auf eine Allianz-Aktie. Allianz steht jetzt bei, hilf mir, über 150. Ich weiß es nicht. Allianz, gehen wir mal von 150 aus. 150 Euro kostet eine Aktie. Mhm. Wenn ich eine Aktie kaufen möchte, dann muss ich 150 Euro bei ING DIBA, bei dem Konto, hinterlegen. Ja, und das wird dann auch abgebucht vom Wertpapier, Verrechnungskonto, und dann gehört mir die Aktie. Mhm. So, wenn ich sie wieder verkaufen möchte zu 165, dann habe ich 10% Gewinn gemacht. Wenn ich einen CFD auf die Allianz-Aktie kaufe, dann brauche ich im Extremfall vielleicht nur 10 Euro auf dem Konto und kaufe den CFD auf die Allianz-Aktie, die bei 150 steht. Und wenn sie bei 165 steht, bekomme ich die Differenz, die 15 Euro, gutgeschrieben. Aha. So, das heißt, ich habe 10 Euro Kapitaleinsatz, 15 Euro Gewinn, ist prozentual mehr als eine Verdopplung des Kontos. Ja, mit weniger Kapitaleinsatz. Haken an der Sache ist... Wo ist jetzt der Haken? Der Haken ist, dass es an der Börse zwei Richtungen gibt. Das heißt, wenn man nur 10 Euro auf dem Konto hat und das Investment bei der Allianz-Aktie, um ein Beispiel zu bleiben, 10 Euro gegen mich läuft, wären die 10 Euro weg. Ist das Konto komplett weg. Und bei dir wären nur aus den 150 Euro in der Depotanzeige 140 geworden. Du hättest aber die Aktie noch. Bei CFD hast du ja die Aktie gar nicht. Ich wollte gerade sagen, dann hätte ich die Aktie noch. Ja, stimmt. Und kannst du über die Dividende freuen. Das ist beim CFD zum Beispiel nicht der Fall. Da geht es wirklich nur um die Differenzgeschäfte. Ja. Ah ja, da zahle ich aber dann eine Gebühr, dass ich... Nicht unbedingt. Bei manchen Brokern zahlt man eine Gebühr, bei manchen zahlt man quasi nur den Spread, also die Differenz zwischen An- und Verkauf, den man aber im Aktienhandel genauso hat. Okay, und warum habe ich dann nur 10 Euro sind dann, also in unserem Beispielfall,
wer sagt dann, du musst nur 10 Euro hinterlegt haben? Die Plattform, die sagt, das ist dann die Sicherheitsspanne. Genau, genau. Spanne. Und richtig. Wenn aber die ausgeschöpft ist, dann muss ich natürlich, also wenn ich jetzt quasi 10 Euro da hatte, ja, und ich habe aber jetzt getradet wie wild und plötzlich müssten es aber eigentlich 100 gegen mich sein, hm, dann muss ich natürlich die Differenz zahlen. Es gibt keine Nachschusspflicht mehr in Deutschland. Ach. Bei den Brokern. Die wurde, ich glaube, 2014 schon abgeschafft. Und wenn man nur wirklich diese 10 Euro auf dem Konto hat und die 10 Euro sind weg, dann wird der Broker automatisch die Position liquidieren, weil er natürlich nicht Kredit für dich geben möchte. Genau. Wenn man aber, um das Beispiel jetzt noch fortzuführen, 1.000 Euro auf dem Konto hätte und würde auf eine Allianz spekulieren, dann könnte die Allianz auf Null fallen und dann wären quasi 150 Euro weg. Also dann hätte man quasi komplett den Verlust im Konto mitgemacht. Und das ist das Gefährliche beim CFD-Handel. Die Anbieter variieren beim Hebel zwischen 1:20 bis 1:200 teilweise. Mhm. Und dann hat man quasi ein Kapital von 1.000 Euro auf dem CFD-Konto, bewegt man bei einem Hebel von 1:200, hat man quasi einen Kreditrahmen von 200.000 auf dem Konto. Und wenn man da voll investiert ist, das Blatt wendet sich, sind die 1.000 auch ganz, ganz schnell weg. Okay. Das heißt, Risikomanagement ist eine Königsdisziplin, die muss man einfach beherrschen im Daytrading. Noch mehr als bei der Anlage. Also Deutschlands beliebteste Aktie in den Depots ist nach wie vor die Deutsche Telekom. Genau, obwohl der Aktienkurs im Hoch über 100, 115 oder so war. Und dann ist sie sogar auf 8 oder 7 zusammengefallen und jetzt so bei 14. Mhm, man hat langfristig gesehen, um auch das mal wieder positiv hervorzuheben, keinen Verlust gemacht mit der Telekom, auch wenn man bei 100 gekauft hätte, weil die Dividenden jedes Jahr haben das Ganze aufgefangen. Richtig. Aber unter uns gesagt, wer eine Aktie zu 100 kauft, dann hat die bei 8 noch im Depot. Ja? Also der hat von Risikomanagement Zero Ahnung. Also dann ist alles durchgebrannt. Das darf nicht passieren. Ja. Und das passiert ja beim Daytraden nicht. Also ihr merkt, es ist kompliziert. Hm. So ein bisschen. Man muss sich beschäftigen. Jetzt gucken wir uns das mal an.